Hallo und herzlich willkommen beim Herzblättchen. Heute zeige ich euch, wie wir die Bumpose nähen. So, und zwar drückt ihr euch aus dem Computer die Anleitung aus. Die hat zwei Seiten. Auf einer Seite ist beschrieben, was alles dabei ist an Material, was wir brauchen an Material. Und die andere Seite ist das Zuschneiden und das Nähen erklärt. Entweder ihr kauft euch das Material selbst, das immer hier angegeben ist bei den Anleitungen, oder ihr habt auch die Möglichkeit, eine Nähpackung beim Herzblättchen zu kaufen. So, jetzt, nachdem ihr euch alles ausgedruckt habt, die Anleitung, wo auch der Schnitt dabei ist und euch den Schnitt ausgeschnitten habt, nehmt ihr euch den Stoff her. Stoff brauchen wir den Walkstoff, den Bündchenstoff und ein kleines Stückel von einem anderen farbigen Stoff fürs Taschel, ein Stückel Webband zum Verzieren der Tasche. Wir fangen an mit dem Walkstoff für die Hose. Nehmen wir das Teil für die Hose. Der Walkstoff ist jetzt einmal in der Mitte zusammengelegt, die Webkante an die Webkante. Und jetzt legen wir noch einmal zusammen, streifen ihn schön gerade, dass keine Falten darunter sind. So, wenn wir das schön hier liegen haben. Nehmen wir den Schnitt, legen ihn am Stoffbruch an. Der Stoffbruch ist diese Kante, wo die Stoffe zusammengelegt sind. Und dann stecken wir uns den Schnitt fest. Aufpassen, dass hier am Stoffbruch der Schnitt schön gerade anliegt. So, wenn wir den festgesteckt haben, können wir es gleich ausschneiden. Dazu verwenden wir eine sehr gut schneidende Stoffschere. Dann schneiden wir aus. Wir brauchen keine Nahtzugabe. Das ist jetzt alles in dem Schnitt schon mit einberechnet. Wir können einfach entlang des Schnittes alles abschneiden oder ausschneiden. Haben wir zwei Hosenteile. Jetzt brauchen wir die Tasche. Stecken wir auf das kleine, auf den kleinen Stoff fest die Tasche. Ich mache die Hose heute in Grau und die Nähte in Türkis, dass ihr die gut seht. Außerdem sind das dann gleichzeitig auch Ziernähte und passen gut zu dem Webband dazu, das wir dann auch verwenden. So, dann schneiden wir die Tasche aus.
daher. Dann nehmen wir ein 15 cm langes Webband. So. Schneiden das auch ab. Das gehört dann hier drauf genäht. Und jetzt brauchen wir nur mit dem Bündchenstoff. So, dazu habt ihr einen 20 cm Bündchenstoffstreifen. Das werde ich mir jetzt noch schnell zuschneiden. 20 cm. Streifen habt ihr. Da legt ihr jetzt dieses Bündchen für die Taille. Hier Bündchenstoff ist in einem Schlauch immer. So. Das heißt, ihr legt ihn so schön auf. Dann habt ihr hier einen Stoffbruch und hier einen Stoffbruch, weil er ja geschlossen ist, der Stoff. Dann legen wir hier links den Teil für das Bündchen über Bauch und Taille auf. Auf diesen Stoffbruch. So. Das heißt, den schneiden wir auf. Dann legen wir ihn einmal hierher, sodass unser, das geht sich genau aus. Das heißt, wir können einfach da feststecken. So. Dann können wir einfach hier einmal durchschneiden. Nahtzugaben sind ja schon eingerechnet. So, das ist für unsere zwei Bündchen an den Beinen unten. So. Aufmachen. So. Das wird das Bündchen für den Bauch. So. Schön gerade schneiden. So. Stecknadeln entfernen. Und das wird das Bündchen für den Bauch. So können wir uns das vorstellen. Okay. So, das war mal der Zuschnitt. So, jetzt kommen wir zum Nähen. Bevor wir nähen, zeichnen wir noch. Wir zeichnen uns noch an, wo die Tasche hinkommt. Das zeichnen wir uns folgendermaßen an. Wir legen den Schnitt auf die Hose auf. Nehmen, hier ist eingezeichnet,
Taschenansatz. Hier stecken wir uns eine Stecknadel rein und so runter auch. So. Dann können wir uns den Schnitt so umklappen, mit einer Schneiderkreide hier einen Strich machen und dann klappen wir ihn so rüber, so wie die Tasche eingezeichnet ist. Und machen hier einen Strich. Und wenn wir jetzt den Schnitt weggeben, so, haben wir hier schön eingezeichnet, wo wir dann die Tasche ansetzen zum Annähen. Ob ihr die jetzt so gerade annäht oder ein bisschen schräg, das bleibt euch überlassen. Beginnen wir zum Nähen an der Maschine. Und zwar nähen wir als erstes bei der Tasche das Webband fest. Ungefähr einen Zentimeter vom Rand hinunter, vom oberen Rand hinunter, stecken wir uns das Webband fest. Mit ein paar Nadeln. Und dann können wir schon mit einem elastischen Geradestich, mit diesem Stich wird fast alles, außer die Bündchen an die Hose genäht. Das sage ich euch dann noch genau. Also einen elastischen Geradestich und oben und unten an der Kante das Webband schön festnehmen.